sag mal, das gibt's doch nicht, hör mal. Ja, was heißt denn keine Sorgträger? Ich hab euch doch 4 Rumänen geschickt. Wo sind die denn? Entschuldigung. Setz dich. Na, dann nimmst halt die 2 Slowaken mit. Meine Fresse doch. Hallo? Scheiße. Akku alle. Manuel, bin ich hier richtig? Weiß ich nicht. Hier war doch früher mal dieses Beerdigungsinstitut. Ja, aber glaubst du, was das hier ist? Ein Rummelplatz? Nee, aber es sieht nur alles ein bisschen anders aus. Ich kenne das nämlich noch von früher, wissen Sie? Wie heißt du? Schneider. Pass jetzt auf, Schneider, pass gut auf. Jetzt pass gut auf. Das ist hier ein verdammt heißes Pflaster. Auf dem Sektor hier tummeln sich allerhand zwielichtige Typen. Tatsächlich. Allerdings. Spinner, Scharlatane, die der teure Extras aufschwatzen wollen. Schnickschnack, verstehst du? Schnickschnack. Den keine Sau braucht. Decken, Kissen, der ganze Krempel. Ja, aber sag mal, das ist doch hier dieses Bestattungsinstitut. Guck mich an, du! Aber ich spiele mit offenen Karten, Schneider, ist das klar? Ist klar. Na schön. Es ist jetzt 17 Uhr. Das heißt, Nachtabholung, musst ein paar Scheine drauflegen. Nachtabholung? Ich glaube, ich muss immer eine Kleinigkeit klarstellen. Nee, Schneider, ich stelle klar, tagsüber stirbt sich preiswerter. Ja, aber es ist ja keiner gestorben. Wie jetzt, keiner gestorben? Was soll denn der Scheiß jetzt? Na, ich wollte mich nur mal ein bisschen so informieren, weil ich bin nämlich gerade 70 geworden und naja. Was bist du? 70 geworden, letzten Montag. Meine Fresse da. Immer alles auf den letzten Drücker, ne? Na komm, Schneider, was wäre denn deine Traumvorstellung? Eine Traumvorstellung? Mensch, deine Bestattung, du Vogel! Komm, Schneider, komm. Wie hättest du das am liebsten? Bist du preissensibel? Preissensibel, ja, doch schon. Also, wenn ich bei Lidl diese Vollmilchschokolade sehe, die mit den ganzen Nüssen, wissen Sie, dann denke ich schon manchmal, ach Gott, guckst du erstmal bei Schlecker. Schneider. Ja. Mach keine Spielchen mit mir, okay? Okay. Okay? Okay. Wie weit würdest du denn gehen? Gehen? Wie weit jetzt gehen? Also was? Na, würdest du auf Sarg-Discount klicken und in Polen entsorgen lassen? Sarg-Discount in Polen entsorgen? Also. Ja, oder stehst du mir aufs Premium-Segment? Premium, ja Gott, doch. Ja, was denn jetzt? Mensch, hast 70 Jahre Zeit, ihr habt bis nicht aufs Ende vorbereitet. Deswegen dachte ich, ja, gehst du heute mal so ein bisschen... Ja, heute. Und wenn heute zappenduster ist? Hier zappenduster. Dann steht da wie Peak 7 und weißt du, ob ich dir verbrennen oder verbuddeln soll. Ich wollte dir keine Umstände bereiten. Mensch, du Fohl, du musst doch eine Vorstellung haben. Du musst doch irgendwas durch den Kopf gehen, Mensch. Ja doch, eine Sache, die geht mir gerade so ein bisschen durch den Kopf. Na also, lass hören, Alter. Ja gut, ist das eigentlich ein geschützter Beruf, Bestatter? Wie geschützt? Meine, kann das jeder machen? Du, was soll denn das jetzt, Schneider? Du, noch so einen Spruch kannst du ja gleich selber einloggen unter volksbestattung.de, ist das klar? Ist klar. Das will ich meinen. Warst du schon mal in Afrika? Meines Wissens nicht. Also. Gibt verschärfte Sachen in Afrika. Ja? Mhm. Die haben da Särge, die sehen aus wie Autos oder Boote. Ist ja verschärft, ja. Gibt's doch als Obst- oder Gemüsesorten. Ja und? Wollen Sie mich jetzt in der Zucchini bestatten oder was? Schneider, ich suche ein Erdmöbel, das zu dir passt. Wo die Leute sagen, ja genau, so war er, unser Schneider. Mir passt. Naja, ich habe ja 30 Jahre in der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte gearbeitet. Ist aber interessant, Schneider. Ja. Wie wäre es denn, wenn ich dir denn rinlehe in so eine riesige, wie ich, Schnapsflasche? Schnapsflasche, also ich weiß nicht. Preiswerter wäre natürlich, ich verstreue dir vom Hubschrauber. Vom Hubschrauber? Hm, ein schönes Komplettangebot. Die and fly. Die and fly. Hm. Da sterbe ich doch lieber unter der Dusche. Unter der Dusche? Was soll denn das, Schneider? Wash and go.